Was ist mit dir, Karl? Wieso? Weil ich dich noch nie lächeln gesehen habe. Meine Frau hat einen anderen, mein Partner ist tot und mein bester Freund gelähmt. Ich habe leider nichts zu lachen. Du weißt, dass du noch eine Reha machen könntest. Nein, das will ich nicht. Ich möchte wieder arbeiten. Und so wie es dir jetzt geht, wäre es unverantwortlich, dir einen Mordfall zu geben. Ich habe was anderes. Das Justizministerium hat Geld für ein neues Dezernat locker gemacht. Das Sonderdezernat Q. Unaufgeklärte Fälle der letzten Jahre sollen nochmal durchgesehen werden. Du beschwerst dich doch immer, wie die anderen arbeiten. Das müsste dir doch Spaß machen. Du bekommst einen Assistenten. Hallo, Asmat. Sag mir Bescheid, wenn du weißt, mit welchem Fall du anfangen willst. Marede Lyngort, erinnerst du dich? Jung, hübsch, weg. Sie hat Selbstmord begangen, ist von der Fähre gesprungen. Würdest du deinen schwerbehinderten Bruder mitnehmen, wenn du vorhättest, über Bord zu springen? Ich habe nicht solch einen Bruder. Nein. Was willst du überhaupt mit dem Fall? Es war Selbstmord. Wenn mich einer umbringt, dann versprich mir, dass du meinen Fall nicht übernimmst. Willst du Kaffee? Hat ihn selbst gekocht. Ach du Scheiße. Marita hatte bei einem Kongress in Schweden eine Affäre. Wir müssen rausfinden, wer da teilgenommen hat. Das gibt's doch nicht. Also echt, das Zeug ist ungenießbar, Assad. Aber ich habe ihn doch für dich extra mild gemacht, Karl.